Gleiches Bild wie zuvor, mit hoffentlich besserem Ausgang. Ich glaube, wir sind sogar auf der gleichen Map, ich weiß gar nicht. Entweder gleiches Realm oder gleiche Map, eins von beiden. Sucht euch aus. Wir machen erstmal einen Narrator. Hoffentlich werden wir nicht cockblockt von unseren Survivor-Mates hier. Ich habe direkt mal einen so einen kleinen Firecracker mit dabei, damit wir direkt am Anfang schon eine Flashbang sozusagen haben. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir keinen Stealth-Killer haben, der uns hier weggrabt. Ey, wenn ein Stealth-Killer hier durchs Window wolltet und mich dann grabt, Junge, ich wäre so mad, Aber kann passieren. Vor allem Skullmorantum momentan ist ja ein sehr, sehr leiser Killer im Gegensatz zu zum Beispiel Ghostface. Deshalb würde ich es mir vorstellen, aber der Sound, ich schätze schon, dass ich es trotzdem hören würde. Ich glaube, so blöd bin ich jetzt auch nicht. Oder? Ich weiß nicht, ich traue mir selbst nicht so viel zu. Okay. Dirk mal wieder eine Challenge geschafft. Und hier hören wir dann einen Terror Radius. Von welchem Killer? Würde mich jetzt ehrlich sehr interessieren, aber ich sehe hier niemanden. Dann breake ich halt einfach mal ein paar Kürbisse. Ich liebe es einfach, über die Map zu laufen während diesen Events und dann einfach Kürbisse zu zerstören. Das ist einfach meine Leidenschaft. Okay. Try jetzt aber mal wirklich auf den Flashlight Safe zu gehen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo die sind. Nebenbei mache ich einfach schon mal was fürs Void, indem ich erstmal Energy sammle und die dann übermittle. Damit einen kleinen Speedboost hier über die Map laufe. Und hoffentlich, oh mein Gott, Junge, wo sind die denn hin? Wo zur Hölle sind die denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen Plan, wo die sind. Main Building anscheinend nicht. Doch, Richtung Main Building irgendwo. Ich will wirklich einen kleinen schönen Safe haben hier mit einer Flashbang. Oh, endlich. Ist es ein Klappadoni? Ist das ein Klappadoni? Habe ich gerade einen Klappadoni gesehen? Das Problem ist, Flashbang-Timings sind richtig schwierig. Nee. Sind richtig, richtig schwierig, Flashbang-Timings. Viel, viel schwieriger als normale Flashlight-Timings. Ja, schade. Sollte nicht sein. Leider hat er schön auch in der Wand geguckt. Da hätte ich es, glaube ich, durchs Window nicht mehr hitten können. Oder ich hätte früher da sein müssen, eins von beidem. Junge, ey, sie ist so leise, wirklich. Ich finde es so schade, dass die Charaktere verschiedene Lautstärken haben. David ist zum Beispiel ein eigentlich ziemlich lauter Charakter. Danke, Bro. Und Ace halt ein ziemlich leiser Charakter. Ich finde, das sollte wirklich einfach jeder Charakter die gleiche Lautstärke haben und nicht unbedingt so Vorteile haben. Das ist halt nicht, was die BD ausmacht. Man spielt hier einen Charakter, den man einfach mag und nicht wegen irgendwelchen Skills oder so wie in anderen Spielen. Ganz komisch. Ich lock ihn einfach weg. Ich nehme einen Hit vielleicht sogar. Oder vielleicht auch nicht. Der campt einfach nur. Okay. Ja, okay. Ist okay. It's fine, homie. Ich suche mir währenddessen mal locker. Dann suche ich einfach mal einen Generator zu machen. Weiß aber nicht, ob der... Danke, Omi. Okay. I see. Die hat er wieder aufgestellt. Hier wird er wohl keine platziert haben, weil das wäre ein sehr, sehr weirder Spot zum Placen. Dann würde ich ihn checken nehmen, wenn er mit mitkommt. Hat aber anscheinend keinen Bock drauf. Deshalb gehen wir einfach mal resetten. Ey, Trapper auch gar nicht mein Killer. Ich hasse es einfach, konzentriert auf den Boden zu schauen, ob da irgendwo Traps liegen oder manchmal einfach zu predikten, ob da einen liegt oder eben nicht. Homie. Danke. Und jetzt haben wir nur noch einen, der injured ist, wenn wir fertig geheilt sind. Also bitte mach das mal. Und oh mein Gott, Junge, meine Rücken. Er schmerzt.
Ja, Schmerz zu Spooky Time. Das mag ich nicht. Spooky Time sollte eigentlich eine gute Time sein. Ja, hier ist ein Generator. Können wir schön machen. Einer unserer Mates hat eine Trap defused. Die Map ist hier nicht mal so bad für ihn, weil hier gibt es schon ein paar Grasspots, die ganz attraktiv für unseren Klapper-Doni sein können. Okay. Schade. Hier sehe ich keinen Schlapp. Dann verpisse ich mich mal direkt. Shag ist halt die Frage. Hat er hier alle defused oder? Also er hat, glaube ich, hier ziemlich gut defused alles. Warum hat er Bambusel? Warum hat er Bambusel? Als Trapper? Okay, das habe ich gar nicht kommen sehen. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Was? Okay. Interessante Perk-Entscheidung. Sehr, sehr interessante Perk-Entscheidung. Eventuell Insta-Rescue? Nope. Okay. Kleiner Schrei erstmal. Und dann gibt's wieder mal einen Shag-Chase. Sie merkt jetzt auch, dass er Bambusel hat. Verpisst sich eventuell. Die Frage ist, ob mich jetzt... Ja, okay, sieht aber so aus, als würde sie hierher kommen. Sieht aber ganz so aus. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ich probiere nochmal die 4%. Schade, wurde nix. Und dann bitte direkt mal healen. Ja, beide crouchen sich schön Gesicht in Gesicht. Nice one. Oh, lecker Schmecker. Kommt er zurück? Oh mein Gott, ich bin gar nicht ready gerade. Bin ich gar nicht ready gerade. Ich hoffe, dass sie über einfach den Chase übernimmt hier. Killer blindet. Ich hoffe, dass die Palette hier noch da ist. Nee. Ich hasse Trapper! Mit Trapper zu spielen ist, finde ich, ganz nice. Aber gegen Trapper zu spielen, oh mein Gott. Oh, ich bin viel zu unaufmerksam für sowas. Nee, schaffst du nicht. Nice try. Hier wäre halt eine Flashbang gut gewesen, der Situation, wo man schön die Treppe, wo die meisten Killer eben nach unten gucken und das einfach drauf rollt und sie direkt reinschauen. Haben viele Killer im Blut irgendwie. Ja, hier rauszukommen gegen einen Trapper wird schwierig. Ich hoffe, sie schaffen es. Ich glaube auch dran. Die Mates wirken diesmal wirklich sehr cool. Aber ja, ich gebe einfach mal mein Bestes. Einfach mal mein Bestes geben. Lebt da ein Traum, der damit war. Hier ist, soweit ich weiß, auch kein Trap, also sieht nicht mal allzu bad aus. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir hier vielleicht eventuell wahrscheinlich rauskommen können. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Break die Palette. Break die Palette. Tony. Sei brav. Ja, er ist geslowdowned. Mein Bildschirm ist jetzt halt schwarz des Todes. Ich sehe fast nichts mehr. Bitte sag, das Window ist nicht gedrappt. Ist einfach mal nicht getrappt, sag. Mate! Bitte! Mate! Ich habe mich so sicher gefühlt, weil er halt da war und dachte so, yo, der sieht mich jetzt, dreht um, nimmt einen Hit oder so, aber nee, nee, da habe ich ganz, 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 ganz schlechte Hoffnung gehabt. Unrealistische Hoffnung des Todes, man. Ich erwarte halt immer, dass die Survivor genauso spielen wie ich und halt alles für ihre Mates tun würden, aber nee, das ist halt nicht, wie es läuft in der Solo-Queue, das ist halt nicht, wie es läuft. Oh, wow, 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 wow. Okay, wir haben trotzdem Value rausbekommen. Leider keine Flashbang-Saves, aber trotzdem Value. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Ich komme zu dem Bild wahrscheinlich auch baldig mal wieder zurück, aber ich wechsle in letzter Zeit einfach gerne mal durch. Einfach gerne mal. Oh.
Sehr, sehr strong. Habe ich auch schon gerannt. Sehr, sehr strong Kombi. Plot Twist auch noch und dann mit Hope, Made for This, Resilience. Crazy. Crazy, crazy. Würde mich jetzt sehr interessieren. Ace schätze ich wenige Stunden. Im Rest schätze ich schon mehr. Der war nur Prestige 1. Okay. Ja, leider sehen wir hier von niemandem die Profilen. Sehr cool. Sehr nice. Freut mich hier. Mega. Stellt eure Profile auf öffentlich. Ich will das sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.